Die LeMatt Carbine, die große Schwester des LeMatt Revolvers und in allen Waffenwerten besser. Insbesondere beim Shotgun-Lauf, denn der ist bei der Pistole ja eher ein Meme. Zur besseren Vergleichbarkeit nehme ich in diesem Match die kleine LeMatt auch noch mit, und zwar mit Fanning. Naja, liegt eigentlich daran, dass wenn ich alleine gegen Trios spiele, lieber auf 9 Compact-Ammo-Schüsse vertraue, als auf eine Schrotgabe. Zu Beginn der Runde habe ich schon Geräusche südlich von mir in Ironworks gehört, bin mir aber nicht sicher, ob da der Boss ist oder ob das Team, das da gespawnt ist, weiter nach Fort Carmack rennt. Ich glaube, das ist direkt hier. Ne, wir bewegen sich raus. Und der eine Zombie läuft da gerade so quer. Wobei, ne, ich habe einen Butcher gehört. Ja, da ist er. Wird jetzt womöglich eine sehr kurze Runde, denn ich habe noch keinen Death Cheat. Na gut, früher ist man auch einfach gestorben. Ja, schon mal auf Schrot. Ich muss gerade weg. Ich glaube, 2 habe ich gekillt. Lass mich. Okay. Ich habe wieder 3 gekillt. Okay, das war überraschend wirksam. Hab mir gedacht, das schafft's noch. Nope. Tja. Oh, da kommen schon die Nächsten. Ist hier eigentlich ein Ausgang in der Nähe? Ja, shit. Nein, mach zu. Ja gut, bringt jetzt auch nichts mehr wegzulaufen. Auszuweichen, meine ich natürlich. Tja, mal jetzt. Was mache ich denn jetzt? Das steht noch auf Gewehr. Sei da halt auch kein Dingswagen in der Nähe. Oh. Oh, dann kommt hier gleich, kommt einer von denen gleich aufs Dach geklettert. Oh Mann, hab ich das verkackt. Oh,
Ja, kann er nicht alles richtig spielen. Ach, der wollte das klauen, das Zeug. So geht's ja nicht. Sneakt hier rum. Ja, das hören sie jetzt voll, wenn ich hier aufmache. Naja, also. So, die stellen jetzt wieder alle. Oh fuck. Oh, wie lange das dauert. Geh wieder. Lull. Die stellen sich aber gerade auch komisch an. Den. Oh shit. Wie hat das alles funktioniert? Leck mich am Arsch. Das ist eigentlich nicht. Ist eigentlich nicht erlaubt. Uff. Oh, wie gut hat bitte die Shotgun performt. Oder haben die sich einfach alle nicht. Wie weit. Ich komme gerade nicht drauf klar. Ich komme gerade wirklich nicht drauf klar. Hä? Okay, ich stelle das nicht in Frage. Ja, ich habe gesagt, es wird vielleicht eine schnelle Runde. Aber so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Und ja, ich könnte jetzt schnell noch zum Wagen laufen. Aber da gibt es ja immer noch ein Team, was da hinten rumgeschossen hat. Und ich möchte jetzt mein Glück nicht überstrapazieren. Muss ich halt in der nächsten Runde nochmal anwagen. Eieieiei, was für ein Biest. Also, ich. Naja, nee, also das erste Team habe ich mit Hosen runter erwischt und das zweite hat, glaube ich, einfach gar keine Hosen angehabt. Insofern war das jetzt nicht so die Skillshow, aber eine Schnellshow war es auf jeden Fall. Deshalb gleich noch eine Runde. Gleiches Loadout, aber eine neue Hunterin. So dass die auch mal wieder die Freude eines gefundenen Trades erfahren darf. Und dann auch noch Quartermaster, sehr fein. Aus Winnie Run höre ich schon Nitro-Schüsse, deshalb vermute ich da die Spinne. Und tatsächlich
Aber weil es ja denkbar ist, dass Scrappy in einem der Nachbar-Compounds wohnt, grase ich die schnell noch ab. Aber sieht schlecht aus. Puh. Ja, ich glaube nicht, dass ich den zweiten Boss noch bekomme. Ja, jetzt muss ich mich entscheiden. Welcher Boss soll es sein? Ja, ich glaube, ich muss jetzt schon nach Norden hochlaufen. Sonst hauen mir die Spinnenleute ab. Also hier war ja auch schon jemand dran. Das kann natürlich sein, dass das die Leute Spinnenleute waren. Ah, okay. Da gibt es noch ein zweites Team. Da oben. Finde ich gut. Dann renne ich jetzt noch kurz die Schleife nach da. Hole mir Death Cheat. Und dann mische ich mich in diese Schießerei hier ein, die hier hoffentlich gleich entsteht. Ja, wobei, vielleicht wollen die auch selber gar nicht aufheben. Sondern noch Kills machen. Das ist jetzt schon, okay. Das ist jetzt schon beim Boss. Ich bin nur gewundert, warum sie nicht aufheben. Hier muss ich mal nochmal nach da. Und dann wieder zurück. 18 Minuten Ausdauer, das sollte auch für den Rest der Runde reichen. Na, man weiß es nicht. Für die letzte Runde hätte es auf jeden Fall gereicht. Jetzt habe ich natürlich das Gefühl, ich verpasse hier die Action. Und das ist natürlich auch so. Und es nimmt auch ein bisschen Drive jetzt raus aus dem Match. Aber wenn das der Preis ist für Death Cheat, dann sei es so. Okay, die Nitro ist auch immer noch im Spiel. Okay. So, nach mir war hier noch jemand, denn Toolbox war jetzt leer. Die Sparks, die ich vorhin gehört hatte, oder was das war, die kamen ja eher von hier. Okay, Nitro kann jetzt auch nicht mehr unendlich voll sein. Ich finde dieses rote Fass sehr einladend. Krähen sind sehr ausladend. Aber das hier ist ganz vielversprechend. Ja, und zwei Leute gleichzeitig aufgehoben. Für später. Wer weiß, wofür es gut ist. Na komm. Na komm, eben wolltest du noch. Für die halt nicht so viele Gründe, dann wirklich hier rein zu pushen, aber ich bereite das trotzdem mal so vor. Da drüber springen, glaube ich nicht. So, jetzt kurz nochmal checken. Die sind immer noch drin. Ich lasse die Tür mal auf. Für den Fall, dass ich da schnell rein muss. Sehr gut klappen. Könnte sogar ganz ausgezeichnet klappen. Ja gut, jetzt kann es natürlich sein, dass sie komplett da runter abdrehen. Hier ist direkt der Nachschubwagen. Da wollen sie dann bestimmt auch noch hin.
noch im Hauptgebäude. Oh. Da liegt doch ein... Oh, da hinten die hier noch. Okay. Ja, stimmt. Es hieß, mit der LeMat Carbine muss man irgendwie tiefer zielen. Aber das ist schon ungewöhnlich. Ja, dann sneakt jetzt jemand rum. Zeit. Ach so, sie liegt. Oh nein! Die schöne Knarre. Okay, sie ist gerade genitrot worden. Ja, für die Distanz ist die LeMat halt wirklich nix. Da liegt die schöne Mosin. Nein, wo könnte aber so langsam auch mal leer sein, finde ich. Oh, die Dinger sind schon ausgelöst hier. Aber schon leer. Die da einfach so rum. Eine scheint irgendwo im Weißen Haus zu sein. Aber einer war ja hier drüben noch auf Stein. Okay, sind beide da in dem Weißen Haus. Kommen die natürlich niemals raus jetzt. Beide da drin? Ne, eine ist hinten. Das andere Team, das kommt halt niemals hier rüber. Also hier liegt ein Team dann tot, zumindest zwei. Aber hier in dem Teil ist halt auch noch ein, ja. So kommt doch mal auch rüber. So langweilig sonst, ne? Wir gehen raus. Wir gehen raus. Da ist noch Munition drin. Kann nur eine Trip Mine legen. Das bringt mir nicht so viel. Gut, bringt mir sowieso nichts. Zeigt mir nur, dass sie jetzt dann rauskommen, kämen. Ist das eine Angreifer, Sparks? Doch, ich hatte da hinten wen gekillt. Jetzt passiert hier noch Action. Oh, hier ist einer drin. Oben am Fenster. Ist jetzt rausgesprungen. Oh Mann.
Oh, okay. Mal um zu gucken, ob da auch noch jemand kommt. Ah! Andere Team kommt doch noch. Ja, das ist jetzt für mich an der Zeit, mal ein bisschen auszuweichen. Die hatten natürlich noch gar keinen Fight. Aber ich hätte natürlich den Fight am liebsten in Ahnen. Deshalb gehe ich noch ein bisschen weiter nördlich. Dann sehen die mich und dann wollen sie plötzlich was von mir. Oder sie wollen jetzt was von mir und dann fighten wir in Ahnen. Bin ich ja eh. Laufe ich mal durch Ahnen durch. Setze mich dann vielleicht hinter sie. Das ist hier alles fertig geladen, jawohl. Sind die an dem Wagen? Da läuft der dritte Mann, beziehungsweise glaube ich, das war die dritte Frau. Aha, da hinten habe ich sie. Hab ich nochmal so einen Lederkerl huschen gesehen. Da. Aber hat jetzt auch nochmal gecheckt, glaube ich. Dann müsste er mich auch gesehen haben. Die gehen jetzt auch dazu. Da muss ich auch mit. Ach was. Blöd. Mann! Ach, interessant. Drin ist Stopp da. Jetzt nur die beiden nehmen an. Okay, ist doch machbar. Ach was. Liegt da was? Ah, okay, es sind drei. Ja, einer ist nebenan. Löst die Falle direkt wieder aus. Ich komme hier irgendwie ins Gebäude rein.
Das kennen sie natürlich. Hä? Geil! Es geht immer noch weiter. Okay, damit habe ich gar nicht gerechnet. Kann natürlich auch immer noch ein Solo mit drin sein, der sich fröhlich selbst aufstellt. Hier hinten liegt ja noch die eine. Sie hätte auch noch mal eine Sekunde für mich. Okay. Zibbeln alle da hinten irgendwo rum. Madhouse ist doch noch aus der ersten Gruppe, glaube ich. Hab schon irgendwie gekillt, ne? Doch, eine. Ja, die ist ja dann auch ausgebrannt. Die liegt da irgendwo. Ein Dynamit habe ich noch. Ich könnte mal in das Weiße Haus umziehen. Hier, Mad Horse oder was? Dann jetzt natürlich wieder 5 Sekunden. Da drüben rum. Lauter Matsch ist laut. Ist immer noch da drin. Aussieht, die hat die Nitro gefunden. Ja, auf die Distanz, das killt mich wohl, wenn die mich trifft. Kein Heal mehr? Shit. Kein Heal mehr ist blöd. Was ist denn jetzt? Kein Heal mehr ist doof. Oh nein, jetzt killt er sich. Bängelt das wieder durch den. Durch den Boden durch. Mega nervig. Ja gut, das geht doch jetzt auch aus. Ah, die gehören zusammen, okay, gut zu wissen. Au, ich glaube, wir haben getradet. Ich dachte, der Necromanced. Ja. Uff. Ich muss hier leider. Komm, gib Hilfe. Achso. Ah ja, Conduit. Nehme ich mal mit.
ich habe ja auch noch Quartermaster gefunden. Nehme ich das beides mit. Puh, 3 Stunden später. Ist immer noch da hinten. Hä? The fuck? Interesting. Hat wohl nicht mitbekommen, dass sie revived worden ist. Ach, das war das nicht die... Ah, das war die Ausgebrannte! Das war die Ausgebrannte mit der... Mosin Bayonett. Das heißt, wenn die wieder steht... Kann ich auch die Mosin Bayonett wieder aufheben. Das ist aber fein. Mal die Nitro. Mächtiges Ding. Da liegt er noch. Aber von den Nitros habe ich ganz viele. Ist jetzt hier Frieden? Das wäre mal... Das wäre ja mal lustig. Vor allem der komplette Gegenentwurf zu der Runde eben. Hä, wo ist die denn jetzt hin? Ja, geil! Da gibst du mit. Also Nitro, schön und gut. Aber wie gesagt, ich habe so viele in meinem Roster. Und die Mosin-Bajonett ist doch meine Lieblingswaffe. Na dann, das hat ja eine überraschende Wendung genommen. Hier die. Die hat natürlich keiner gelöscht. Schade. Aber ansonsten kann ich mich echt nicht beschweren. Insbesondere, weil ich die LeMatt Carbine gegen die Mosin Bayonett habe tauschen können. Denn ja, die Carbine ist ein guter, günstiger Allrounder, aber für den Distanzkampf sind die Kugeln halt wirklich zu schwach und zu langsam. Apropos langsam, diese Runde war ja jetzt nicht so schnell vorbei. Insofern kann sich hier von euch hoffentlich auch keiner beschweren. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Nehmt euch dazu gern ein Abo mit. Danke für euren Support. Ihr seid die Besten und ich bin der Fabian. Bis dann. Ciao.